Borodjanka, das ist einer der am stärksten zerstörten Orte rund um die ukrainische Hauptstadt Kiew. Präsident Zelensky führt dort häufig ausländische Staatschefs herum, um ihnen die Folgen des russischen Angriffskriegs und der Besatzung zu zeigen. Doch wie geht es den Menschen eigentlich in der Siedlung? Wie werden sie mit den Verlusten und der Zerstörung fertig? Unser Reporter Max Hermes, seit 6 Wochen in der Ukraine, hat sich in Borodjanka für Sie umgeschaut. Bilder der Zerstörung. In Borodjanka finden wir sie direkt am Ortseingang. Eingefallene Häuserschluchten am Wegesrand. An einem unbewohnbaren Gebäudekomplex treffe ich Evgeni. Der 46-Jährige hilft einem Freund, Heilgebliebenes aus einer Wohnung zu retten. Es hat lange gedauert, bis wir die Erlaubnis hatten, das Haus zu betreten. Die Behörden haben erst untersucht, ob das Gebäude einstürzen könnte oder ob noch irgendwo Minen lauern. Die Wohnung gehört der Mutter von Sergi. Die 64-Jährige, inzwischen nach Polen geflüchtet. Alles Wertvolle, was sie besaß, auf einen Schlag unbrauchbar. Doch ein paar Erinnerungsstücke sind heil geblieben. Ich konnte zum Glück noch einige sehr persönliche Gegenstände finden. Fotos von unserer Familie und ein Bild von Gott. Daran klammert er sich jetzt, denn die Russen haben nicht nur die Wohnung seiner Mutter zerstört, seine 87-jährige Oma Galina, die einen Kilometer entfernt wohnte, ist durch eine Fliegerbombe ums Leben gekommen. Sie hatte gerade mit meinem Bruder telefoniert und sagte noch, ich höre ein komisches Geräusch, vielleicht ein Flugzeug. Wenige Sekunden später fiel dann die Bombe. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Als Folge der Explosion oder weil sie in einem der Massengräber verscharrt wurde, immer wieder finden die Ukrainer neue in der Stadt. Das ist eins von 2 Massengräbern, die die Verantwortlichen nachträglich gefunden haben. Insgesamt 9 Leichen wurden geborgen und die Befürchtung ist, dass noch viel mehr von solchen Gräbern gefunden werden. Doch auch das ist Borodjanka. Während ganze Existenzen ausgelöscht wurden oder in Trümmern liegen, beginnen andernorts die Aufräumarbeiten. In 3 bis 4 Wochen gibt es wieder Internet, vielleicht sogar schneller. Wir haben schon einige Kabel gefunden und sobald es wieder Strom gibt, können wir senden. Der Laden von Sergi, Arbeitsplatz für 15 Menschen, scheint zwar zerstört, doch der erste Eindruck offenbar weniger schlimm als die tatsächlichen Schäden. Zum Glück können wir einiges von der Ware noch verkaufen. Die wertvollen Dinge wie Computer sind weitgehend verschont geblieben. Wenn möglich, will Sergi sogar an dieser Stelle wieder eröffnen. Falls das nicht geht, hat sich der 43-Jährige vorgenommen, trotzdem optimistisch zu bleiben.